Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Terraria. Was ist denn mit ihm hier los? Wieso hat sich unser guter Händler denn immer noch keinen Raum ausgesucht? Das ist ja ein Unding. Ein absolutes Unding. Er hat es doch auch geschafft hier, Dolgrim. Ja, ich habe schon knapp eine Woche nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr so genau, was ich denn hier jetzt eigentlich letztes Mal gemacht habe. Wie geht überhaupt nochmal die Steuerung? Ich weiß es nicht. Mein Inventar ist aufgeräumt. Leuchtstäbe. Die Kletterklauen hatte ich hier nicht. Ach genau, die Fessel. Holz. Hatte ich mir doch keine Kupferrüstung gemacht, sag mal. Ähm, 24 Kupferbarren. Sollte ich nicht vielleicht irgendwie... Händler, bist du irgendwie lebensmüde? Eisen. Ich hatte mir schon mal eine Eisenspitzhacke gemacht. Was haben wir hier noch? Wolframbarren. Ah ja. Die verbesserte Werkbank. Was kann ich hier eigentlich Tolles machen? Ach du Heilige. Okay. Moment. Was haben wir denn hier? Ein Abwehr, Set Bonus 1. Ein Abwehr. What? Ist Kupfer. Okay, Kupfer hat vielleicht einen höheren Z-Bonus, oder? Also ganz ehrlich, eine Kupferrüstung muss doch besser sein als eine Holzrüstung. Das kann mir keiner erzählen. Was? Ein Kupferhelm kostet 15 Kupferbarren? What? Okay. Der Stern ist weg. Okay, ich glaube, ich weiß, wieso ich mir noch keine Kupferrüstung gemacht habe. Ich habe wahrscheinlich auf dem Set-Bonus gewartet. Ach du Scheiße, ey. Aber ich habe doch hier... Das muss doch möglich sein. Warte mal, ich mache mir immer noch hier ein paar Kupferbarren. Ja, immerhin 6 Stück. Besser als nichts. Habe ich hier genau alles aufgebraucht? Die Kiste ist leer. Die Kiste ist auch leer. Ach so, das war wahrscheinlich die Kisten, die ich gefunden hatte. Mein geiler Speer. Hatte ich bei den Bäumen schon soweit alles erkundet? Ich habe keine Ahnung. Ich muss nachgucken. Was ist das denn da? Ey. Okay. Hier war ich offensichtlich, da war ich offensichtlich und da geht es auch nicht weiter. Okay, ich war hier offensichtlich überall schon. Wobei da, ich sehe das ja auf der Minimap, hier war ich nicht bis ganz unten, ne? Warte mal, hier war ich nicht ganz unten. Ja, hier geht es doch noch weiter, Freunde. Wieso habe ich mir nicht mehr solche Holzklappen gemacht? Was ist das denn hier? Was ist das denn für eine Vorbereitung hier? Das ist ja eine sehr schäbige Vorbereitung, möchte ich meinen. So, kann ich das bitte irgendwo hier? Dankeschön. Das war ein bisschen zu weit. Wollte ich nicht. So. Ja, ich habe noch eine Holzklappe. Kann ich die nicht auch einfach so herstellen? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank kann ich die auch so herstellen. Ich dachte schon. Okay. Was haben wir denn hier drin? Oh, ein bisschen Knete. Ja, ein bisschen Knete hier. Seile haben wir hier noch. Ja. Ja. Hier tropft Kram runter. Noch ein paar Fackeln. Da oben ist ein bisschen Kupfer. Das sehe ich. Geil. Die Tür wollte ich jetzt eigentlich nicht aufmachen. Wieso ist ja eine Tür? Diese Stäbe sind echt praktisch, ne? Okay, ich habe keine Ahnung, wieso da eine Tür ist. Ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal.
Ich will da eigentlich nur sehr gerne hoch. Weil da ist Kupfer und dieses Kupfer, das hätte ich sehr gerne. So. Ja, sehr gut. Läuft. Okay. Kupfer, ja, haha, da ist natürlich noch dieses andere Erz, ich glaube Wolfram. Ah, wie machen wir das denn jetzt am besten, ey? Okay. Jedes Stück ist wertvoll. Komm ich da denn jetzt am besten ran? Am besten von hier, ne? Warte mal, wie war das nochmal? Steuerung? Okay. Genial, meine Fackeln. So. Okay, gut. Okay. Das ist die Kiste. Oh Gott, ich kann nicht so hoch. Okay, kann ich hier diese Dinger bauen? Alles klar, das geht. Okay. Eine Kiste? Hi. Was haben wir denn hier drin? Ein paar Flaschen. Was? Handelsreise ist angekommen. Okay. Flinkheitstrank. Rückruftrank. Schwacher Heiltrank. Ein paar Holzpfeile. Ein paar Granaten. Ein Radar. Radar bedrohlich. Erkennt Feinde um dich herum. 4% Schaden. Okay. Also jetzt echt die Kisten, ne? Die Kisten lohnen sich. So. Ja, der Handelsreiser, der muss jetzt gerade mal noch ein bisschen warten. So, Moment. Okay. Gar kein Problem. Okay, hätten wir das auch geklärt. Ach du Scheiße, wie tief geht das denn hier, ey? Okay. Gar kein Problem. So. Alles ganz safe. Bei Spinnenweben wird man ja so leicht nervös. Na komm, kleb's hier irgendwo dran. Okay, Spinnenweben nehme ich mal mit. Aber geil. Und unter mir scheint Eisen zu sein oder so. Ist das Eisen? Das sieht mir doch sehr nach Eisen aus. Das ist Eisen. Ja, sehr gut. Das ist alles meins. Das ist alles meins. So, okay. Aber prinzipiell war es das hier, ne? Ja. Okay. So, dieses Radar. Okay. Kreaturen. Aha. Plus 4% Schaden, erkennt Feinde um dich herum. 5 Feinde in der Nähe. Das ist ja großartig. Das hilft mir ungemein. Ist hier noch irgendwas drin? Zufällig? Aha, da glitzert doch was. Ja, sieh mal einer an. Wusste ich doch, dass hier noch irgendwas ist. Hier ist Eisen. So. Sehr gut. Was haben wir hier unten noch drin? Schwacher Heiltrank. Da ist noch mehr Eisen.
Da ist noch mehr Eisen. Okay. Easy. Gar kein Problem. Ich hätte gerne noch mehr von diesen Kisten. Also Kisten scheinen sich ja richtig krass zu... LOL! Was war das denn? Was war das denn für ein Grimmelzwerg? Alter! Wo kam der denn jetzt her? Der hat mich einfach mal halb getötet, ey. Alter. Holy moly, ey. Okay. Ich glaube, ich werde in diesem Spiel möglicherweise das ein oder andere Mal sterben. Ich habe so das Gefühl, kann ich eigentlich die Sonnenblume? Ja, ich nehme mal hier ein paar von mit. Könnte ich auch gut gebrauchen. Oh, hier. Hi. Bist du der reisende Händler? Guten Tag. Wir treffen uns in etwa 3 Stunden hinter Wales Haus. Ich denke, ich hätte... Okay, was hast du denn? Ach du Heilige, 20 Gold... Ja, habe ich nicht. Was? Kaufpreis 1 Platin? Was? Wie ein Platin? Kaufpreis 1 Silber, rotes Tier... Hä? Ein wie Platin? Willst du mich verarschen? Kupfer, Silber, Gold. Was willst du mit Platin? Okay. 15 Gold. Das sind ja alles nur... Was ist das? Eine Stoppuhr. Zeig deinen Schaden pro Sekunde. Okay. Also sorry, Kollege, aber du hast ja mal nur Scheiße. Das muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Du hast ja mal nur Scheiße. Nein, ich möchte... Okay. Sehr gut. So. Okay. Eine Sternschnuppe habe ich hier noch. Eisenerz kommt mir hier mit rein. Kupfererz habe ich hier auch. Flaschen. Gattern, das kann noch hier mit rein. Lehm habe ich hier auch noch drin. Ein bisschen Stein, ein bisschen Dreck. Was haben wir hier? Zombie-Banner. Ein Sparschwein. Ach ja, stimmt. Das Sparschwein konnte ich nicht platzieren, oder? Ich erinnere mich. Ein Flinkheitstrank. Das hört sich ja schon mal auch nicht schlecht an. Ein guter alter Flinkheitstrank. Eisenhauttrank habe ich hier auch noch. Flaschen. Warte mal, Flasche? Warte mal, konnte man nicht? Warte mal, wenn ich so eine Flasche hierhin platziere. Aha, aha, schwacher Heiltrank. Den kann ich mir hier unten, glaube ich, nicht so machen, oder? Nee. Habe ich mich also doch richtig erinnert. Wenn ich auf einem Tisch eine Flasche platziere, kreiere ich quasi einen Alchemietisch. Und jetzt kann ich mir hier schwache Heiltränke machen. Was haben wir denn hier? Pilz, Glibber und Flasche. Okay. Das ist gut zu wissen. Okay, der reisende Händler ist auch wieder weg. Ist scheinbar kein permanenter gewesen. Okay. Ah, schon mal sehr gut. Die Seile nehme ich mal mit. Die Pfeile kann ich eigentlich hier mit stacken. Granaten, Sonnenblumen und Spinnennetz. Okay. Das Einzige, womit ich mich aktuell heilen kann, sind 2 Pilze. Das ist eigentlich jetzt auch nicht so Sinn der Sache. Ach, der reisende Händler ist ja doch noch da. Schwache Heiltränke nehme ich mit. Pilze lasse ich hier. Okay.
Gut, dann würde ich mal sagen, guck was so mal die Höhle da, da hinten an. Hier, ne? Hier ist auch noch eine Höhle. Guten Tag, eine Höhle. So. Ah, der Handelsreise ist wieder aufgebrochen. Ach du Scheiße, hier ist ja schon das Gebiet. Ach du Heilige. Das ist natürlich. Okay. Ich würde gerne. Oh Gott. Panik! Panik! Lauf! Lauf! Lauf, Kollege! Oh Gott, 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 oh Gott. Lauf, 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 lauf! Lalalala. Ich möchte hier vielleicht doch nicht hin. Ich möchte hier vielleicht doch nicht hin. Ich hab's überlegt. Oh, oh, oh. Ich bräuchte irgendwas zum Schießen oder so. Warte mal, ich habe doch hier die richtig geile Pfeile. Freunde. Das ist ein sehr, sehr professioneller Abgang. Oh Gott. Nee, ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Aber breitet sich dieser Spaß da nicht aus? Das konnte man auch irgendwie verhindern. War das nicht mit Sonnenblumen oder so? Warte mal. Ja gut, jetzt nachts ist natürlich mega smart. Warte mal, konnte ich nicht hier so zack? So. Jetzt sollte sich das Zeug hier eigentlich nicht weiter ausbreiten. Oder breitet sich das eh nicht aus, bevor ich nicht einen bestimmten Boss mache? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Heieiei. So, Heiltränke. Ach, guck mal. Wir haben uns einen Raum gesucht. Calvin, der Händler, hat sich endlich einen Raum gesucht. Okay, das heißt, die drei haben einen Raum. Einen Raum haben wir noch für einen neuen NPC. Der Handelsreisende ist eh immer nur so sporadisch da. Ob das hier jetzt noch zählt, weiß ich nicht. Also das müssen wir gucken, ob der Raum auch noch vergeben werden kann oder ob das nicht geht. Ich habe keine Ahnung. So, da tun wir hier gerade mal rein. Die Flaschen tun wir auch mal rein. Die Seile. Ja komm, tun wir auch mal rein. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen nach unten hier. Keine Feinde in der Nähe. Das ist doch mal gut. Das ist doch mal richtig gut und positiv. Ich buddel mich jetzt mal einfach hier in die Richtung weiter. Ein bisschen farmen muss auch mal sein. Keine Feinde in der Nähe. Das ist gut. Das ist gut. Ich hätte ja gerne noch ein paar mehr Truhen oder so. Also Truhen scheinen ja echt das Nonplusultra zu sein. Ein Feind in der Nähe, zwei. Okay, ich grabe mich offensichtlich auf etwas zu. Hab ich so den Eindruck. Wenn ich in die Richtung war. Lol. Was ist das denn hier? Kollege, hast du dich irgendwie verlaufen oder so? Was willst du hier? Okay. Das ist ein bisschen belastend, dass die hier immer weiter noch mit runterkommen. Das finde ich nicht gut. Das gefällt mir nicht. Ich gehe mal noch tiefer. Okay, irgendwas ist hier unter mir. Was höre ich denn hier jetzt schon wieder? Ist doch irgendwas. Okay, unter mir ist eine Höhle. Aha. So. Was ist das denn? Was ist das denn? Aua! Alter! Oh nein. Bin ich schon so tief? Alter. Ho, ho, ho.
Okay, was haben wir hier denn? Eine Jellyfish. Bin ich schon zu tief? Dass ich jetzt bei diesen komischen Würmern angelangt bin, das finde ich aber nicht gut. Steinblock, hammergeil. Okay. Okay, gar kein Problem. Warte mal. Was ist das denn da? Da unten sehe ich Rohstoff, aber ich sehe auch ein Objekt. Ein Objekt, was mir nicht sehr zusagt. Das ist, okay. Kann ich von hier aus hier hochspringen? Nee, kann ich nicht. Was ist das hier? Das sieht, nicht gesund aus. Ich traue der Sache nicht. Geil. Okay. Okay. Wie machen wir das? Runterjumpen und gucken, was passiert. Was ist das? Was bist du? Ein blaugrüner Pilz. Okay, ich habe keine Ahnung, was ein blaugrüner Pilz ist. Kann ich das hier... Okay, ich wollte schon sagen, kann ich das hier nichts mit dran machen? Okay. Easy. Da haben wir ja auch noch Kupfer. Okay. Let's go. Na komm. Bau ab, mein Großer. Bau ab. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Da ist auch noch mehr Kupfer. Das hier ist ein guter Gang. Das hier ist wirklich ein guter Gang. So, sehr gut. Okay. Wir wollten aber noch mehr Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Alles meins. Mein Kupfer. Also bisher kenne ich Kupfer, Eisen und Wolfram. Das ist ja schon mal für den Anfang nicht schlecht. Oh, das ist eine gute Quelle. Das ist eine richtig gute Quelle. Das war eine richtig gute Quelle. Und hepp. So. Da links ist Wasser. Da links ist viel Wasser. Da würde ich mich vielleicht von ein bisschen weiter oben ran buddeln. Vielleicht so ungefähr von hier oder so. Das könnte eigentlich ganz gut sein. Schauen wir mal, ob ich das richtig eingeschätzt habe oder eher nicht. Ja, doch, das könnte... Oh, perfekt. Ah, sieht auch gut aus hier. Das sieht doch richtig, richtig gut aus. 12 Wurfsterne und nochmal Wolframerz. Okay. Da war auch nochmal ein Jellyfish hier rechts. Okay. Ach du Heilige. Puh. Ist da unten denn irgendwas? I don't know. Hm.
So, ich mache mir noch ein paar von diesen richtig geilen Holzklappen. Warte mal, ist hier nicht irgendwas? Wenn ich jetzt weitergehe, ist hier nicht was? Das ist doch ein Hohlraum, oder? Ja, hier ist ein Hohlraum. Okay. Wie kommt man da unten am besten ran? Ja, eigentlich indem man am besten das Wasser irgendwie ablaufen lässt. Wow! Was ist denn da? Das ist ja ein roter Slime. Wo kommt der denn her? Der versucht sich da irgendwie über Wasser zu halten oder so. Okay, kann ich hier nicht? Komm schon. Ach, Junge. Okay. Und hier rechts ist halt auch noch Wasser. Oh Mann, ey. Ist da unten denn irgendwas, was sich lohnen würde? Ich meine, theoretisch könnte ich gucken, dass ich das Wasser irgendwie ablaufen lasse, gezielt. Ob das so eine mega schlaue Idee ist, weiß ich nicht, aber vielleicht ist da ja am Grunde des Wassers eine Kiste. Wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist da ein roter Schleim. Das sehe ich. Ich habe Fledermäuse. Au! Nicht schon wieder der. Wo bist du? Bam. Easy. Gar kein Problem. So, das könnte jetzt interessant werden. Okay. Na komm her. Bam. Ja, roter Slime, ne? Da guckst du dumm was. Da guckst du aber richtig dumm. Da kommt auch irgendein anderes Kackvieh. Da kommt irgend so ein scheiß Wurm von oben. Aua! Hey, du kackst! Hey, komm hier hoch! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Du kommst jetzt sofort hoch. Dankeschön. Da oben schwurbelt doch irgend so ein anderes Vieh rum, ey. Ernsthaft? Das habe ich jetzt alles für eine einzige Vase getan. Da, das hier meine ich. Was ist das? Eine Maus. Das ist sehr richtig gelohnt. Okay. Kann sein, dass es gerade nicht so smart war, was ich gemacht habe. Was ist das denn da unten? Das sieht aber irgendwie speziell aus, oder? Warte mal. Ach, wie mache ich das jetzt am besten? Wieso ist hier eine Fackel weggegangen? Ach du Scheiße, was ist da los für eine Slime-Party? Hab ich einen Rückruf? Nein, habe ich natürlich nicht. Belastend. Wieso glitzert das da hinten so? Okay. Ich mache mal gerade zu.
Das ist mir hier alles nicht so ganz geheuer. Kann ich Fackeln eigentlich durch die Wand platzieren? Das kann ich tatsächlich. Okay. Wieso schimmert das hier so bläulich? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nach unten. Das sieht nur so anders bläulich aus, oder? Oder ist das hier echt was anderes? Also ich baue hier nur noch mal einen Stein ab die ganze Zeit. Na komm. Jetzt spring doch mal hier ein bisschen. Komm schon, Junge, sprech mal an, ja. Okay. Das ist doch normaler Stein oder ist das was anderes? Also ich sehe hier halt nichts, ey. Könnt hier mal irgendjemand. Alter, ich brauche Licht! Licht! Das ist doch normaler Stein, oder? Oder ist das was anderes? Saphir! Das sind Saphire! Okay, das ist geil. Mein erstes Saphir-Vorkommen. Okay. Diese Saphire will ich haben. Hier auch noch das Stein. Okay, ich glaube, ich habe alle Saphire. Na komm, komm schon, spring! Spring! Ich würde sagen, es ist Zeit für nach Hause gehen. Ach ja. Und hepp. Ich glaube, das Ganze geht auch schnell, wenn ich hier mal irgendwie sowas wie Seile anbringen würde. Zwei Feinde in der Nähe, wie die kommen jetzt hier gleich von oben her. Gibt es aber auch eine Kauleiste. Ach, guck mal, seid ihr umgezogen? Was ist das denn hier? Der Händler hat sich in meinen Alchemieraum verzogen und der Springmeister ist von hier nach hier umgezogen. Das ist ja interessant. Okay. So, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Großer Saphir. Aha. Für schnapp dir den Edelstein. Was? Saphirhaken. Okay. Ein Wolframbogen. Ach du Heilige, ey. Eine Wolframaxt. Okay. Kann ich mir hier noch andere Sachen herstellen? Oh, Gottes Willen. Ganz ehrlich, diesen ganzen Buchstabenkram. Was ist das hier? Saphir-Edelsteinschloss. Das hört sich für mich alles jetzt nicht gerade so mega sinnvoll an. Ach du heilige Scheiße. Du kommst hier rein. Du kommst hier rein. Du hier, du hier. Lehm. Sammle ich schon Lehm? Tatsächlich. 21 Saphire. Das ist großartig. Die 21 Saphire tue ich hier mal auch rein. Zombie-Banner, Sparschwein. Ja, das Sparschwein, ne? Blaugrüner Pilz. Blasrohr. Eine Holzangel. Wofür brauche ich hier eine Holzangel? Ich nehme die mal mit und tue stattdessen den Pilz hier rein. Die Wurfstände nehme ich auch mal mit. Die Eichen kann ich ja anpflanzen. Das sollte ich vielleicht auch mal tun.
Okay, ja, das war mal wieder eine kleine Folge Terraria. Wir haben keinen neuen NPC dazu gekommen, der sich hier bei uns eingenistet hat. Schade, schade, aber wir haben den fahrenden Händler kennengelernt, sag ich mal, auch wenn der jetzt nur Bullshit hatte. Aber wir haben ein bisschen mehr den Untergrund erkundet und haben einen neuen Rohstoff in den Saphiren kennengelernt. Ich bin gespannt, was dieses Spiel noch zu bieten hat. Ich würde gerne mal so ein paar Herzen finden, um mein Leben irgendwie aufzupimpen. Und ich hätte gerne mal was Besseres wie eine Holzrüstung. Und ich hätte auch gerne mal irgendwie ein paar bessere Waffen, die halt auch so ein bisschen fernkampfmäßig. Also Fernkampf ist in Terraria ja sowieso ziemlich gut. Und mein scheiß Bogen. Ich weiß, Feuerpfeile sollen ziemlich gut sein. Vielleicht gucke ich mir in der nächsten Folge mal diese Corruption Dainten an oder wie das hier auch immer heißt. Schauen wir mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann und ciao.